Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replay Cast Nummer 119. Und ich habe mir für diesen Cast gedacht, wir machen mal etwas zum Vergleich. Denn ich habe hier den gleichen Spieler nochmal im gleichen Matchup auch wie im letzten Replay Cast, allerdings einige Jahre später. Wir haben hier immer noch Gentleman in Weiß, der Protoss hier. Und er spielt hier gegen den Protoss in Orange. Das hier ist Trap. Wir sind hier auf der Map Gaia, das heißt leider keine Inselkarte, aber ich habe in den neueren Jahren keine Inselkarte mehr gefunden, weil die einfach nicht mehr dran gekommen sind. Und das Match hier ist aus dem August von 2007, also über 3 Jahre nach dem Replaycast 118. Also vom Replay her, nicht vom Video selber. Ansonsten, okay, ihr seht dieses Video dann in 2021. Aber nein, wir haben eben 3 Jahre Unterschied zwischen den beiden Replays und einfach mal um zu sehen, was sich denn bei Gentleman im PvP geändert hat. Von einfach den Gedanken daran mal ganz interessant. Wir sind ja auch, wir haben Observer mit dabei. DKH Max. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Immer noch der Clan DKH hier am Start. Da weiß ich leider auch nicht viel darüber. Genauso wenig wie über Trap. Und wir sehen hier 4-Spieler-Karte. Gaia hier die Karte, das ist die mit dem tollen Mittelteil, wo es quasi diesen einen Weg gibt, den man mit Bodeneinheiten laufen kann. Wie schon das lange PvT gesehen haben. Ja, die beiden sind fleißig am Scouten und werden sich dann auch mal irgendwann sehen. Beide beginnen hier mit dem Gateway und wir haben hier schon mal den ersten Unterschied, denn Gentleman erstmal noch auf Mineral Only. Trap jedoch nimmt hier das erste Gas. Bin gespannt, was sie daraus machen. Da wird hier gleich Cybernetics kommen, mit dazukommen. Bei beiden Seiten. Ah, nein, wir haben tatsächlich Gentleman zieht das Gas hinterher. Ist eigentlich ein bisschen später dran, was das ganze Timing angeht. Hat dafür den zweiten Pylon viel früher gebaut. Was ein bisschen ungewöhnlich, aber auf jeden Fall kann man das auch trotzdem so machen. Man sieht, die Trap ist sehr, sehr lange Supply blockt. Er macht ja alles auf 17 Supply. Aber das ist momentan noch vollkommen okay, weil er solange er nichts weiterbaut, ist das alles nicht so tragisch. Auf jeden Fall jetzt sollte er es langsam wirklich einen weiteren Pylon stellen. Außer er will tatsächlich wirklich direkt sein Tech-Gebäude hier noch an den ersten Pylon stellen. Das kann man auch machen. Das ist eine Möglichkeit. Der Cybernetics Core baut jetzt nicht megamäßig lange. Bei Gentleman sehen wir hingegen, der hat auch weitere Drops. Das bleibt tatsächlich hier bei den 17 Drops und dem direkten Instant-Tech hier von Trap. Okay, da doch nochmal jetzt Doppel-Pylon. Ah, okay. Problem gefunden. Proxy-Pylon. Und ja, Direkt-Tech. Und zwar Citadel Offer Dune, aber das ist eben verdächtig, dass wir hier in der Mainbase keinen zweiten Pylon sehen. Das wird sich auch Gentleman gedacht haben, denn die Probe ist hier die ganze Zeit unterwegs, zieht hier jetzt erst diesen Pylon und denkt sich, das ist so verdammt spät. Da ist irgendwas faul. Ja, wir haben eben damit Proxy Tech, eventuell sehen wir auch Proxy DTs, also zumindest den Darkschwein, das Templar Archive geproxied. Aber wir werden sehen, was es dann wird, ob da noch was dazukommt. Denn einfach nur Leg Speed Proxy ist jetzt nicht unbedingt das schönste der Gefühle. Ja, wir haben hier auch noch Prop Scout unterwegs von Gentleman. Oh, er wird das sehen. Er wird das sehen. Er fährt genau in die Richtung und da kommt momentan der Singularity Charge für Gentleman. Er hat hier selber in seinem Cybernetics Core das Upgrade angedrückt, hat selber noch keinen weiteren Tech. Und ja, es wurde gescoutet, die Citadel, und es wird zu Hause einfach direkt das Templar Archive gebaut, nachdem die Prop eliminiert wurde vom Dragoon. Aber trotzdem, es wurde gescoutet und man sieht, die Citadel arbeitet nicht. Das heißt, es bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit und das ist das Templar Archive und das kommt hier eben auch. Also natürlich bitte jetzt hier für Trap, dass sein Opening quasi gescoutet wurde. Wir sehen auch hier Dragoon und Zealot kommen bereits mit dazu, die wollen hier diesen Pylon und noch das Tech-Gebäude loswerden. Das ist natürlich schön, dass hier sich holen kann. Das sind quasi Free-Kills, die man bekommt. Und wir sehen hier das Doppel-Gateway mit Range-Upgrade, Singularity-Charge für Dragoons und auch die Dragoon-Produktion. Wir haben beide immer noch auf One-Base, aber eben komplett unterschiedliche Tech und den DT-Opener hier. Das ist noch ein bisschen gefährlich für Gentleman. Er hat noch nichts an Robo, er hat noch kein Observatory. Wir sehen ja auch, wo kommt. Aber es wird vom Timing her doch nicht ganz einfach. DT ist im Bau, Nummer 1. Prop geht hier nochmal auf Scouting-Trip. Ja, Citadel wird auch noch angegangen, weil die Einheiten gerade eh Zeit haben. Die Frage ist natürlich, wie viel Damage kann der DT machen? Kann er überhaupt Damage machen? Denn Trap ist natürlich hinten, was den Probecon betrifft, war er eine ganze Zeit lang hinten. Auch der Tech bei ihm ist jetzt hier nicht so sonderlich toll. Seine Production ist schwächer. Also es ist
im Gesamten für ihn jetzt keine schöne Ausgangslage. Er versucht einen zweiten DT auch gleich zu bauen. Denn DT läuft hier fröhlich rüber. Die Robotics ist noch nicht fertig. Danach muss es direkt eine Observatory geben. Das heißt, es wird vom Timing eigentlich ganz einfach. Aber man kann natürlich mit den Einheiten auch die Rampe einfach blocken. Das ist eine Option, die man hat. Einfach die Rampe dichtstellen. Zudem hier, Citadel wurde auch abgerissen. Der DT, ja, macht sich auf dem Weg. Ist die Hälfte des Weges bereits gelaufen. Hat jetzt nochmal die Hälfte vor sich. Und wir haben Observatory unterwegs für Gentleman. Ja, wie viel Schaden kann der DT machen? Er wird ein paar Schläge loskriegen. Die Frage ist, wird das auf Props gehen oder wird das erstmal auf die Einheiten sind? Momentan stehen die Einheiten einfach alles dicht. Dann seht ihr auch Hold Position, dass der Dracoon auch ja nicht wegläuft. Er hält natürlich auch nicht ewig aus, stirbt irgendwann. Da kommt der Kill auf Dracoon Nummer 1 und da ist die Lücke offen. Die T kommt hier rein und sie jetzt trappt. Er rennt einfach Richtung Props. Er weiß, das ist das wichtige Ding, was er erledigen will. Erster Observer ist hier im Bau gerade für Gentleman und da stammelt sich die Props weg. Ja, die T sammelt Kills, 3 Props hat er schon erwischt, es werden noch mal mehr werden. Kill Nummer 4. Kill Nummer 5, das Targeting passt nicht so ganz, die Props waren auch ein bisschen dumm in der Gegend rum. Schwierig für die T da richtig zu fokussen. Ansonsten geht nicht automatisch immer lieber auf Kampfeinheiten. Das ist einfach die Einheitenpriorisierung. Sieht man sich auch jetzt, ist der Observer mit dabei. Nimmt nochmal Probe Nummer 7 mit der DT hier und kommt sogar noch weg. Wie er wegkommt. Der Observer ist zu langsam. Der DT, er versucht zu fliehen in die Ecke. Aber die Ecke ist eine Sackgasse. Da kommt er nicht weiter. Zweiter DT wartet hier noch eben. Falls der Observer hier die Basis verlässt mitsamt der Army, kann man hier doch nochmal reinlaufen. Es wird ein zweiter Observer gebaut. Aber eben, da kommt dieser Push von Gentleman. Er möchte jetzt hier rauslaufen aus seiner Basis. Das heißt, der DT von Trap kann eventuell nochmal Schaden machen. Auf der anderen Seite, Trap hat hier expandiert und versucht das gerade mit richtig vielen Cannons abzusichern. Aber wird jetzt hier auch eine interessante Geschichte. Er hat nämlich jetzt hier trotzdem die Expansion und mit den 7 gebauten Probes auch einen ziemlich soliden Workaround im Vergleich zu seinem Gegner. Problem ist natürlich die Army. Bei Gentleman existiert viel, viel mehr Army Supply und er hat hier das Upgrade für die Dragoons mit dabei. Das heißt, die Cannons... Ja, die verteidigen zwar trotzdem noch, ich glaube, die haben dann etwa die gleiche Range Dragoons und Cannons, wenn die Dragoons das Range Upgrade haben. Das heißt, es wird nicht ganz einfach, da durchzubrechen. Aber die Frage ist, was macht Gentleman? Man kann auch an Cannons vorbeilaufen, wenn man ganz lustig ist. Er sieht jetzt hier die Cannons, hat den Observer mit dabei. Und da sieht hier eben, die Dragoons werden trotzdem noch beschossen von den Cannons. Die Range, selbst wenn Zusatzrange reicht nicht ganz. Und jetzt hier geht's rein, der Observer wurde gesniped. Und das haben wir hier in die T drin, in der Mainbase. Er versucht nochmal Kills zu machen. Er hat 5 hier schon gemacht. Und kriegt ja noch einen 6. Kill, also momentan Harassment Game richtig stark von Trap und Gentleman hat Probleme damit alles abzuwehren. Und man sieht jetzt hier auch im Supply quasi ausgeglichen. Jetzt wieder Trap mit einem kleinen Rückstand, aber er hat hier plus 1 Attack unterwegs. Er investiert wahnsinnig viel in Tech eigentlich, baut hier Templer, hat aber noch keine Archons, hat noch keine Archon-Fusion stattgefunden. Das wäre vielleicht noch ganz hilfreich für ihn, wenn die Richtung Archons geht. Ansonsten, der Templer ist... Bin mir nicht sicher, ob Storm will. Ich glaube, Storm müsste da sein. Ansonsten würde er die Tempel hier nicht rumstehen lassen. Und wir haben jetzt hier auch das Range Upgrade auf der Seite von Trap. Neue Citadel wird gebaut. Mehr Gateways kommen online. Zweite Basis steht. Trotzdem, Gentleman möchte das sich natürlich so nicht gefallen lassen. Baut gerade eine eigene Expansion. Hat aber auch noch die Army hier stehen und die wächst jetzt hier auch noch. Da kommt das Rest Reinforcement aus der Mainbase auch nochmal mit dazu. Das heißt, wir haben jetzt hier eine richtig dicke Army. Die versucht jetzt hier einmal zu flankieren, da wo nicht so viele Cannons am Start sind, einmal hier aus dem Süden anzugreifen auf die Probes. Denn die kommen hier nur sehr, sehr schlecht weg. Man sieht, die Cannons schießen einfach nicht wirklich drauf. Templer fahren schon mal ran, die Probes werden weggezogen in den Assimilator. Da geht Storm Nummer 1 raus hier. Storm Nummer 2 geht raus und da stirbt ein Dragoon, da stirbt ein zweiter Dragoon. Und auch der eine hier ist noch ein bisschen angeschlagen, hat ein bisschen Damage abbekommen. Und trotzdem stehen die Einheiten hinten. Aber nächster Storm kommt hier. Und man sieht, der Storm macht große Probleme hier für Gentleman. Er flippt mehrere Einheiten. Ist jetzt hier im Supply hinten. Geht währenddessen auf ein eigenes Templar-Archive. Und eine eigene Expansion, die jetzt auch ready ist. Trotzdem hier, Trap hat sich gut zurückgekämpft, muss man sagen, mit dem DT. Die TTs haben Damage gemacht, die Natural kam hier. Natürlich jetzt das Problem ist immer noch hier diese Expansion, dass die gerade harassed wird, aber man sieht, der Damage auf den Netten ist bereits ordentlich. Und der Archon, wenn er dann da ist, sollte er das eigentlich halten können. Trotzdem sterben noch mal ein paar Props hier. Wir bekommen 2 Kills, 4 Kills, 1 Kill, also das ist gar nicht mal so schäbig. Aber trotzdem, da geht der Archon raus, da geht's mit dem Storm schon mit den beiden Netten einkacken. Da kommt nochmal Einheiten nach, aber gegen einen Archon auch gleich mit plus 1 Attack. Es wird das nicht so einfach zu fighten. Trotzdem, Gentleman drückt hier einfach weiter durch. Möchte hier einfach noch weiter Schaden machen. Jetzt hier, da kommt der Fokus auf den Archon. Muss hier ein bisschen gekitet werden, aber der läuft jetzt nach hinten und wird auch gesniped tatsächlich. Und somit wieder die Belagerung der Props hier an der Natural von Trap. Also das hört einfach nicht auf. Das nervt natürlich megamäßig. Wie man sieht, auch der Pylon ist noch in Range. Der Net bestellt sich einfach nur hin und schießen.
versuchen eben außerhalb der Range von der Photon Cannon zu bleiben. Was auch gerade so hier irgendwie klappt. Trotzdem, wir haben massive Production zwischen 5 Gateways, sind hier online. Oh Gott, da blockt sich gerade Trap mit den Einheiten selber in den Gebäuden ein. Das ist richtig bitter für ihn hier. Aber da hat jetzt hier einiges an Reinforcement gesammelt. Cannons hier sind noch alle online, es steht noch weiter auf Halle, der Energie gibt. Und jetzt hier so viele eigene Dragoons mit dem Archon sollten eigentlich reichen für Trap, um das zu verteidigen. Er rettet sie da drauf. Der Archon tankt jetzt hier den Schaden weg. Die Zellets, ja, stehen am vordersten Front. Der Archon wird nochmal ziemlich low. Ja, wird aber nach hinten gezogen. Momentan lebt der Archon noch. Jetzt wird er nochmal gefokust. Steht hier auf Michael und es ist noch ein Dragoon hier am Leben. Noch der Dragoon wird hier sterben. Und somit Gentleman, er verliert hier seine Army erstmal. Wird aber natürlich weiter nachbaut. Wieder eigene Gateways. Gateway Nummer 4 kommt bei ihm online. Jetzt haben wir ein Shuttle mit dreifach DTs. Gentleman möchte hier Trap jetzt einzahlen. Mit derselben Geschichte. Er geht jetzt hier auf die DTs und möchte seinen Gegner mit überlaufen. Wenn das nicht hier wird, das Gateway aufgebombt. Einfach um diese Dragoons rauszubringen. Ja. Das ist natürlich arg bitter, dass die Einheiten da eingesperrt sind, aber das ist eben Building Placement in Hugo ist sehr, sehr wichtig. Und da hat momentan Trap halt ein bisschen Probleme. Er hat jetzt hier den Supply-Vorsprung, hat eine Schildbatterie, hier hat die Tees defensiv, aber wir bekommen jetzt hier gleich drei DTs ab und das Problem ist, außer Cannons hat hier momentan Trap keine Detection und es ist hier in der Mainbase keine Cannon online. Das heißt, die Mainbase wird gleich ziemlich krass leiden gegen die drei DTs hier, wurden bereits ausgeladen und es geht einfach nur direkt auf den Nexus. Gentleman fackelt nicht lange, denkt sich, jo, Nexus Snipe, gib ihm, keine Detection da. Cannons, ja, es sind nur hier unten der Natural. Das heißt, da geht wenig und die DTs, die haben jetzt hier einen Spaß und können auch in der ganzen Mainbase noch wüten. Plus 1 Attack ist drauf auf der Seite von Trap, plus 2, bin mir nicht sicher, ob es noch fertig wird, denn die DTs fokussen hier die Forge, nein, das wird nicht durchkommen. Aber dritte Basis wurde hier begonnen für Trap, der währenddessen seine gesamte Armee zieht und einen Gegenangriff tatsächlich startet. Also jetzt hier ist Gentleman derjenige, der gezwungen ist zu verteidigen, währenddessen aber natürlich macht das sehr, sehr viel Damage hier in der Mainbase. Man sieht hier auch, der DT hatte bereits Spaß, hat das bei dem Gateway noch rumgesäbelt, da geht die Forge, heißt kein plus 2 Attack. Auf der Seite von Gentleman plus 1 ist nicht vorhanden, aber er hat gleich Storm. Templar hat er, glaube ich, auch nicht so viele. Und es sind hier die Tees für die Defensive. Da ist natürlich mega wichtig. Es sind auch ein paar feindliche Tees mit dabei, aber noch ist hier eine Cannon mit am Start. Da geht es jetzt hier drauf und somit muss jetzt hier Gentleman defenden. Wenn das macht, dann immer noch guten Damage in der Mainbase seines Gegners. Da laufen die Tees mit davor. Und solange eben kein Absorber diese Army dabei ist, wird diese Army auf lange Sicht einfach sterben. Der Storm geht nämlich nicht auf die Tees, der Storm geht auf die Dragoons. Kopf werden trotzdem erstmal gezogen, gerade von Gentleman. Aber er wird das hier, denke ich, auf lange Sicht halten. Und man sieht, die Tees säbeln einfach durch und machen hier alles klar. Trotzdem auch die feindlichen Tees sind hier wirklich ein Problem. Beide Seiten agieren mit den Tees. Die Tees machen hier einfach richtig viel Schaden, auch bei beiden Spielern. Aber die Dragoons hier sind down, die Tees hatten ihren Spaß. Lassen hier die DTs laufen nochmal, zumindest der eine läuft in die Mainbase hier, die Zellets laufen nochmal dumm durch die Gegend. Und wir haben jetzt hier noch, wir hören noch einen DT-Säbel einmal hier in der Mainbase, der macht noch fröhlich Kills, der hat gerade noch Spaß, aber Observer wird gerade gebaut für Gentleman, das heißt, er wird diesen DT verteidigen können. Währenddessen auf der anderen Seite, da sieht es so aus, dass die DTs hier nahezu alles schon tot gesäbelt haben in der Mainbase. Dann leben noch die Pilots hier, der Tech wird jetzt angegangen, die Production vor allem wurde zerstört. Ohne Production ist der Trap halt richtig, richtig schlecht. Er kann nichts nachbauen, er hat keine Möglichkeit, gerade Einheiten zu bauen. Versucht er von Welt mehr Cannons abzusichern. Seine eigene DT jetzt hier eingepfercht, wird hier mehr und mehr gejagt. Observer ist mit dabei, aber momentan die Protoss-Einheiten finden den letzten DT nicht. Und da, oh Gott, der Storm! Der Templar haut nochmal hier einen Storm raus auf die Props. Und macht dabei sogar 8 Kills mit seiner letzten Energie. Jetzt das ist nochmal ein richtig schönes Restmark gerade. Ja, das sind ja die DT, geht nochmal rein. Der Mainbase, also Trap hier mit einem richtig hohen Style. Gentleman kommt nicht so ganz hinterher. Jetzt hat er den Observer am Start. Jetzt wird der DT taugen. Aber 13 Kills insgesamt auf dem DT. Der hat seine Arbeit mehr als nur erledigt. Der hat wirklich, der bekommt eine Auszeichnung dafür. Den kann man einen Orden dafür schon mal geben. Man sieht hier richtig viele Cannons von Trap, weil er einfach gerade nichts anderes tun kann. Er versucht hier neue Gateways online zu bringen. Aber selbst dann, sein Tech hat gelitten. Er hat jetzt hier auch einen Observer endlich mal ready. Das heißt, er hat die Tees in der Mainbase geklärt. Aber man sieht, alles, was stehen blieb, ist der Somatic Score. Okay, die Citadel steht auch noch. Ein paar angeschlagene Pylons. Also es ist halt, 5 Gateways waren es mal. Jetzt ist keines mehr übrig. Es wurden jetzt 2 neue gebaut. Und man sieht, auch sofort wird gequeued. Trap hat mega viele Ressourcen und beginnt einfach daran, weil er nichts bauen kann. Er hat keine Gateways. Und die Robotics hilft ihm da nicht wirklich. Er kann Shuttle bauen, Observer. Und das ist nicht das, was er hier braucht, um zu verteidigen. Man sieht, der Angriff von Gentleman wird begonnen. Er weiß, was er für ein Damage gemacht hat. Er hat natürlich gesehen, was seine DTs angerichtet haben. Geht jetzt wieder hier auf das Legspeed-Upgrade. Plus 1 Attack auch bei ihm ist gleich ready. Das heißt, Upgrade gleich schon auch noch mit dabei. Problem ist natürlich Army Supply. Ja, es ist ein Weltenunterschied. Hier nochmal ein neues Templar-Archive, das mit dazu kommt. Trotzdem wieder ein Shuttle ist mit am Start, gerade für Gentleman. Er kann nochmal in die Mainbase droppen, wenn er das denn möchte. Und somit richtig, richtig schlechte Position hier für Trap, der gerade noch mit den Einheiten rausläuft. Der Dragoon stoppt sofort, der Archon, ja.
versucht sie hinten zu halten. Ich meine, es sind hier viele Cannons und es ist eben eine weitere Basis mit am Start, damit das Income für Trapware gegeben. Also, er hat das Geld, aber er kann es einfach nicht ausgeben. Er hat so viel Bank, aber er kann einfach nicht wirklich viel dagegen tun. Die zwei Gateways tun wirklich alles, um Einheiten zu produzieren. Aber die Zeit für uns, wo da rauskommen, helfen auch nicht wirklich für die Cannons geben, alles umzuverteidigen. Die Ropes werden mitgezogen, noch eine runde Einheit noch produziert. Aber trotzdem sieht man Minerals auf der Bank einfach, weil das Problem ist, weil man nichts bauen kann. Und das wird hier wohl ein Sieg für Gentleman werden. Er hat das Rettet Defender, da kommt auch Trap has left the game. Und die DDTs hier, die DDTs mit dem Shuttle in die Mainbase, die haben alles möglich gemacht hier für Gentleman. Ansonsten sehe das, hat das gar nicht so gut hinausgesehen und er hätte auch vermutlich in der Niederlage enden können. Somit die DDTs räumen in der Mainbase ordentlich auf, machen damit das ganze Spiel eigentlich klar. Ja, das heißt, das Ende von ReplayCast 119, Gentleman hier noch mit dem Sieg, mit einem, ja, sehr kuriosen Spiel, wenn es mit Proxy-Tech anfängt, die Tees auf beiden Seiten. Das sieht man auch, wir haben keine Inselkarte, das Metagame ist ein komplett anderes. Weiß ich auch da über die Jahre, muss man noch dazu sagen, wenn wir eine Inselkarte hätten, es hat sich über die Jahre dann auch mehr das Stargate-Opening etabliert im PvP, was das angeht, weil man eben mit den Corsairs dann doch das Shuttle abfangen kann und damit wesentlich weniger Probleme bekommt. Trotzdem sind Reaver auch noch ein beliebtes Opening, das darf man nicht außer Acht lassen, sind trotzdem immer noch gute Einheiten. Bei den Zähnen hat sich ja nichts geändert über die Jahre, es ist einfach nur das Metagame und die Karten, die sich über die Jahre ändern, was bei Bruder ganz interessant ist. Ja, das war dieses Replaycast, vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Das ist 120, das heißt, da kommt wieder ein längeres Replay dran. Ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf, macht's gut und ciao.